Die 700 Millionen US-Dollar Short-Position wurde nicht etwa eröffnet von irgendeinem verrückten Milliardär, der einfach zu viel Zeit hat, sondern von niemand Geringerem als dem größten Hedgefonds der Welt, der dazu noch einer der erfolgreichsten Adressen auf dem Markt ist. Das müssen wir uns ansehen. Los geht's. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Ja, 700 Millionen Dollar Short. Und zwar worauf? Auf italienische Banken. Nicht ich, dazu reicht meine Kriegskasse dann doch nicht ganz aus, sondern Ray Dalio von Bridgewater Associates. Das ist der Hedgefonds, den dieser Mann gegründet hat. Es wird übrigens demnächst nochmal um ihn gehen. Und wir wollen uns das Ganze einfach mal ansehen. Wenn so etwas in die Schlagzeilen kommt, dann heißt es zumindest Obacht, denn es ergeben sich natürlich dadurch Möglichkeiten und zwar in beide Richtungen, wie ich euch gleich zeigen werde. Aber erstmal schaut euch bitte ganz genau die Nachricht an. Ich habe mal beispielhaft eine Adresse rausgesucht. So. Das ist die Seite von Bloomberg. Ihr könnt die Nachricht allerdings auch noch auf vielen anderen Seiten sehen. Darum geht es. Bridgewater Associates hat eine sehr, sehr große Short-Position against Italian companies. Und zwar gegen fünf italienische Banken und einen Versicherer platziert. Und mit dieser Short-Wette in Höhe von 770 Millionen Dollar spekuliert Dalio bzw. sein Hedgefonds darauf, dass die Restriktionen der EZB diese italienischen Banken unter Druck bringen werden. Wir schauen uns das Ganze gleich nochmal im Chart ganz genau an. Aber klar ist auch hier, erklärt man das also, concerns that stricter rules from the European Central Bank will hit Italian Lenders, which are still struggling under piles of short debt. Also, er geht also davon aus, dass die italienischen Banken Probleme bekommen werden. Hier sieht man nochmal, welches die Zielunternehmen sind. Einmal hier Enel, das ist ein sehr großes Unternehmen aus dem Finanzsektor Italiens, UniCredit, Intesa, San Paolo. Und so weiter. Das wird die Versicherung sein. Und wir schauen uns gleich den Chart an. Aber soweit erstmal zur News. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das per Google-Suche auch auf deutschsprachigen Seiten finden. Aber ja, Bloomberg ist immer relativ kompakt und gut in der Zusammenfassung solcher Nachrichten. So, jetzt kennt ihr also die Nachricht und jetzt ist natürlich die Frage, wie sehen die Aktien aus? Denn es gab schon häufiger Aktionen von Hedgefonds, wo ich mir dann die entsprechenden Basiswerte angesehen habe und dachte, also so richtig kann ich den Chart nicht erkennen. Als Trader brauche ich die Chartanalyse und zwar nicht deshalb, weil ich jetzt sage, Chartanalyse steht über allem. Also Wissen ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber ohne Chartanalyse habe ich kein passendes Szenario. Denn Ray Dalio, der wird natürlich, oder Bridgewater Associates, die werden natürlich nicht sagen, wann sie den Short auflösen. Die werden auch nicht sagen, wo ihr potenzieller Stop-Loss liegt. Also so ein Hedgefonds, der platziert keine Stop-Loss-Marken im Markt. Das ist viel zu gefährlich für ihn. Aber wir erfahren also nicht, wie das ganze Szenario aussieht. Wir müssen ein eigenes Szenario, eine eigene Strategie entwickeln. Und das geht am besten mit der Chartanalyse. Denn dann können wir sagen, oberhalb dieser Marke möchte ich raus. Unterhalb dieser Marke, tja, da könnte sich so ein Abverkauf dann beschleunigen. Also schauen wir uns mal eine italienische Bank in der Chartanalyse an. So, dann schauen wir uns doch mal beispielhaft die Aktie von UniCredit an. Oder ich glaube, wie die Italiener sagen, UniCredit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ganz wichtig für euch zu wissen, beim aktuellen Kurs von 16,76 Euro handelt es sich um den Kurs vom 19. Oktober um 15.13 Uhr. Ich kann zwar nicht in die Zukunft sehen, ich weiß aber, was ich in der Zukunft mache, deswegen weiß ich, dass ich heute nicht da bin und deswegen ist dieses Video vorproduziert. Es geht hier auch nicht ums Daytrading. Für euch nur wissen,
gut zu wissen, damit ihr den Kurs einordnen könnt. Also, ganz spannend. Jetzt gerade irgendwo hier, das kann man natürlich nicht ganz genau sagen, wird also Ray Dalio short gegangen sein mit seinem Hedgefonds Bridgewater Associates. Das ist insofern spannend, als dass wir erkennen können, und das schon mit bloßem Auge, dass UniCredit genau hier an einem Widerstand angekommen ist. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann fällt auf, die Aktie ist schwach und ist exakt hier an ihr Retracement bei 18,43 Euro herangelaufen, hat es dann noch ein zweites Mal probiert, kurz darauf, und prallt hier zur Unterseite ab. Das heißt nun nicht, dass der Aufwärtstrend bereits gebrochen ist, das heißt aber, dass potenzielle Short-Positionen, und ich bin mir sicher, der Hedgefonds wird nicht mit einem Stop-Loss im Markt arbeiten, dass potenzielle Short-Positionen hier abgesichert werden können. Denn nach klassischer Chartlehre ist es so, dass wenn der Kurs über 18,43 Dollar ausbricht, hier über dieses Jahreshoch, dann ist mit weiter anziehenden Kursen zu rechnen. Und aufgrund dieser Nachricht muss man ganz klar sagen, dass davon auszugehen ist, dass sich da der ein oder andere Vermögensverwalter, Fondsmanager von Hedgefonds, die hängen sich natürlich bei so einem großen mit ran. Und die sehen auch solche Stop-Marken, auch wenn die nicht bekannt sind. Das heißt also, hier ein Anstieg über 18,43 ist aus meiner Sicht absolut kaufenswert. Wie gesagt, auf eigene Gefahr, und es kann auch immer ganz anders kommen. Aber hier oben würde ich einen Short abbrechen und würde kurzzeitig sogar long gehen. Das ist, was ich persönlich tun werde. Ihr macht natürlich eure eigene Analyse. Schauen wir uns das Ganze mal in einer etwas anderen Einstellung an, und zwar hier im letzten Jahr im Tageschart. Da können wir sehen, so langsam wird es mit dem Aufwärtstrend etwas eng. Es gab hier einen aufwärtsgerichteten Trendkanal, den man auf verschiedene Art und Weisen anlegen kann. Ja, nehmen wir mal hier den etwas schmaleren. Ihr seht, das ist nicht ganz genau. Man könnte auch hier drunter noch eine Trendlinie legen, die aktuell auch leicht gebrochen würde. Aber auch wenn dieser Trendkanal nicht mehr intakt ist, das hier ist noch nicht keine heftige Korrektur. Unter 16,50 Euro gehe ich davon aus, dass der Kaufdruck etwas stärker zunehmen wird. So, das also nur als grobe Analyse. Wir sehen, immerhin hat sich hier vom Tief der Chart der Kurs verdoppelt. Es ist natürlich auch der Erholung der Märkte zuzusprechen, und was tief fällt, bounced dann irgendwann auch mal stark zurück. Aber schaut eben euch nochmal im 5-Jahres-Chart an. Unter dem Strich ist das ein schwacher Wert. Nur mal ganz kurz zum Vergleich. Also UniCredit, schwache Bankaktie. Und das seht ihr im Vergleich zu einem meiner langfristigen Favoriten aus dem Bankensektor. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr euch mehrere Videos angesehen habt, nämlich JP Morgan. Also, das war UniCredit. Gehen wir gleich nochmal drauf. Das ist JP Morgan. Ich glaube, der Unterschied ist für jeden zu sehen. Langfristiger Chart JP Morgan, langfristiger Chart UniCredit. Und UniCredit hat keine Dividende mehr bezahlt. JP Morgan hat nie aufgehört, eine Dividende zu bezahlen. Also der Unterschied ist offensichtlich. Was es jetzt noch besonders spannend macht, wir gehen nochmal auf den Jahreschart, ist, dass dazu auch noch eine Saisonalität kommt. Das heißt also, es gibt bei UniCredit eine Saisonalität, die ich euch gerne mal vorlesen will. Denn, wie der Zufall es so will, beginnt diese Saisonalität genau heute. Ich lese sie euch vor, es ist ein rein statistischer Wert. Bei einem Einstieg am 24.10. und einem Ausstieg am 20.11. konnte in den letzten 7 Jahren bei einer Haltedauer von 19 Tagen ein durchschnittlicher Gewinn, wir reden von der Short-Seite, von 13,47% erzielt werden. Von den letzten 7 Trades wurden 7 positiv abgeschlossen. Hieraus ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 100%. Das durchschnittliche Verlustrisiko betrug dabei 0,97%. Der maximale Drawdown liegt bei 3,44%. Also, ganz interessant. Und am 27.10. taucht dann übrigens gleich hinterher eine Short-Saisonalität auf Intesa San Paolo auf. Beginnt am 27.10., endet am 23.11. Das in der Kombination ist der Grund, warum ich euch das genau jetzt vorgestellt habe. So,
Soweit zu dieser spannenden Idee. Ich möchte gleich hinzufügen, wenn ihr irgendwie tätig werdet, dann auf eigene Gefahr. Das hier ist keine Empfehlung, irgendeine italienische Bank zu shorten. Übrigens hat der CEO, ich glaube von Intesa San Paolo, hat sich gemeldet und hat gesagt, Ray Dalio wird bluten. Die Italiener, die lieben ja so eine gewisse ausdrucksstarke Art und Weise. Finde ich auch sehr sympathisch. Also, er sagt, der Mann wird sich irren. Italienische Banken sind auf der, für die einen, für langfristige Investoren ein Graus, sind allerdings für kurzfristige Trader, ihr habt es im Chart gesehen, durchaus eine erfolgreiche Angelegenheit gewesen. Also, auch meine JP Morgan, die ich als Langfristfavoriten vorgestellt habe, die hat sich in diesem Jahr nicht verdoppelt. Für jemanden, der auf die Erholung der Eurozone spekulieren wollte, waren italienische Banken durchaus eine gute Adresse. Das ist so ein bisschen wie ein kleiner Gradmesser. Wenn die Eurozone sich weiter erholen sollte, ja, das ist ganz bewusst ein strenger Konjunktiv, dann könnten vielleicht auch italienische Banken davon profitieren. Sollte allerdings die Geldpolitik auch nur ansatzweise, auch nur in einem Absatz, auch nur, also sagen wir mal so, wenn Mario Draghi auch nur denkt, dass er die geldpolitischen Zügel ein klein wenig straffer zieht, dann werden aus meiner Sicht italienische Banken aber sofort wieder den Weg Richtung Süden antreten, weil sie die vermeintlich schwächsten Kandidaten sind. Aber ich halte mich an die Chartmarken und tja, das solltet ihr auch tun. Ihr braucht immer ein Ausstiegsszenario. Und insbesondere dann, wenn die Kaufmarke nach oben überschritten wird, dann könnte es sein, dass eine Menge Shorts unter Druck geraten. Dann ist also vielleicht die Long-Seite die richtige Wahl. Soweit mein Input zu italienischen Banken. Und im nächsten Video in dieser Woche geht es nochmal um Ray Dalio, und zwar in dem Video, von wem lerne ich? Wir alle lernen ja immer weiter. Das ganze Leben ist ein Lernen und man sucht sich natürlich so ein bisschen, sage ich mal, so seine Role Models aus. Man sagt, die geben mir wirklich Input und von denen kann ich was lernen. Und deswegen möchte ich über diesen Mann im nächsten Video mit euch sprechen. Er hat sehr, sehr interessante Ansätze, völlig unabhängig von dieser Short-Position. Es ist sehr selten, dass Bridgewater Associates solche Positionen bekannt macht. Ich kann auch nicht sagen, was die Taktik dahinter ist, aber darum wird es im nächsten Video gehen. Wenn ihr sonst Trading-Ideen braucht, wie etwa die Schwäche oder Stärke von italienischen Banken, dann empfehle ich euch meinen kostenlosen Tradermacher-Report. Den gibt es nämlich jeden Mittwoch frei Haus geliefert. Müsst euch einfach nur unter dieser Adresse eintragen und dann bekommt ihr solche Ideen geschickt. Wie gesagt, ist kostenlos, keine Verpflichtung dahinter. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, dann sehen wir uns. Wann sehen wir uns eigentlich wieder? Heute ist, in 2 Tagen sehen wir uns wieder. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.